Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der wunderschönen Map der Alps. Wir sind gerade mit unserem schönen Mercedes-Benz Unimog hier unterwegs. Dem U1600 ist ja, glaube ich, die Typenbezeichnung von dem. Und am hinten den Fortuna-Kipper dran. Und wie ihr seht, ist hier einmal halt die Ladefläche vom Unimog. Und auch der Fortuna-Kipper sind beides mit Hackschnitzeln beladen. 36.500 Liter bzw. 36,5 Tonnen Hackschnitzel haben wir jetzt hier an Bord geladen und bringen das Ganze jetzt zum Biomasse-Heizwerk, wo wir das verkaufen. Und dann haben wir auch genug Geld, um uns den GCB-Radlader zu kaufen. Das ist also die nächste Investition, die wir jetzt tätigen wollen. Weil der kostet 195.000 Euro. Wir sind jetzt ganz knapp dran und ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir jetzt pro Tonne Hackschnitzel bekommen. Aber der Preis ist ein bisschen gestiegen. Fast 900 Euro kriegen wir jetzt pro Tonne. Und damit haben wir dann auf jeden Fall genug Geld. Wir kriegen ja dann jetzt um die 32.000 Euro, irgendwas in dem Dreh, kriegen wir wahrscheinlich für das Ganze, was wir jetzt hier verkaufen. Und da haben wir dann ja auf jeden Fall genug Geld, um uns den GCB-Radlader zu kaufen, was wir jetzt auch direkt im Anschluss, würde ich sagen, machen. Wir können vielleicht erstmal das Ganze hier wieder zurück zum in den Wald fahren und dann holen wir den GCB-Radlader beim Händler ab und fahren mit dem auch in den Wald und werden dann die nächsten Baumstämme, die wir da noch liegen haben, mit dem GCB-Radlader in den Hochleistungshäcksler verladen. Und dann, genau, weiter wieder Geld verdienen, müssen wir mal gucken, was wir so als nächstes so investieren können. Denn was wir so als nächstes investieren, falls ihr übrigens auch irgendwelche guten Mods hier für den Forst habt, guten Fahrzeug, weil ich meine, wir haben ja jetzt schon recht viele Sachen hier für den Forst. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir uns da so kaufen können, wenn ihr da irgendwelche guten Fahrzeuge kennt, dann schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Am besten natürlich mit Link zu der Seite, wo man diesen Mod herbekommt. Und da freue ich mich auch schon sehr auf eure Ideen, Vorschläge. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare, Mods schreiben, die ihr kennt vielleicht, die ihr auch selber benutzt, die ihr halt empfehlen könnt. Oder halt auch, also gerne in die Kommentare schreiben, die ihr mir halt hier empfehlen, die wir hier gut im Let's Play verwenden können. Und dann werden wir vielleicht auch mal euren Mod, den ihr empfohlen habt, hier im Let's Play verwenden. Und, weil ich habe da jetzt auch nicht mehr so ganz den Überblick auf, bei Mod-Hoster, so oft gucke ich da jetzt gar nicht so immer, also ich gucke da immer mal rein, aber da kommen ja so oft schnell neue Mods raus, da verliert man auch schnell den Überblick halt. Und es gibt jetzt auch nicht extra so eine Kategorie Forstmaschinen oder sowas leider. Das wäre ganz cool, wenn es bei Mod-Hoster, also ich gucke halt hauptsächlich bei Mod-Hoster, wenn es da noch so eine Kategorie Forstmaschinen oder so geben würde. Weil dann weiß man sofort, hat man sofort alle Forstmaschinen im Überblick. Sowas müsste es da noch irgendwie geben. Und besonders halt bei Forstmaschinen ist ja eher so weniger halt, was so an Mods halt gibt. Viel mehr ist halt so im landwirtschaftlichen Bereich, was da an Mods gibt. Und da ist ja schön halt alles nach Kategorien so gefiltert mit Schwader, Seemaschine, Grubber, Flug, Traktor, gibt es dann mal wieder Firmen da sortieren und so weiter. Aber so an Forstgeräten und so, ja, hat man jetzt leider nicht so den perfekten Überblick da so auf Mod-Hoster. Aber falls ihr, wie gesagt, wenn ihr da gute kennt oder halt auch von anderen Mod-Seiten, gerne einfach in den Kommentaren empfehlen und Link am besten natürlich dazu, damit ich auch weiß, wo ich den Mod finde. Dann schaue ich mir den mal an. Und wenn ich meine, er passt und der mir auch gefällt, dann können wir den hier gerne auch mal im Let's Play verwenden. Und, weil wir müssen mal gucken, in was wir jetzt so als nächstes noch so investieren. Also wir kaufen uns jetzt den GCB-Radlader. Was ich auf jeden Fall auch noch kaufen wollte, hatte ich ja in einer der letzten Teile angesprochen, ist so ein Sattelauflieger für den Forst, wo man so die Baumstämme, also so ein richtig langer Sattelauflieger dann, wo man halt so richtig lange Baumstämme dann reinladen kann, wo wir vielleicht den Baum so in Mitte einmal teilen müssen und den dann so in den Sattelauflieger reinladen können, wobei ich weiß dann gar nicht, wie man den dann da ablädt, da muss man ja Baumstamm für Baumstamm wieder einzeln ausladen. Aber sowas wollte ich mir auf jeden Fall auch noch jetzt kaufen, das werden wir vielleicht dann auch, wenn wir genug Geld haben, vielleicht jetzt noch direkt nach dem Radlader machen, wobei ich glaube, dafür haben wir nicht genug Geld, der kostet 75.000 Euro, so viel Geld haben wir ja nicht. Und wir bräuchten ja noch eine Zugmaschine dafür. Oder wir kaufen uns einen Dolly. Ja, oder wir kaufen uns einen Dolly. Müssen wir mal gucken. Weil an den Scania geht er ja nicht dran. Der hat ja keine Sattelplatte, wo wir den so aufsatteln können. Aber genau, gucken wir mal. Das wäre auch noch so eine Investition, die ich gerne noch tätigen würde, was ich mir noch kaufen möchte. Aber sonst haben wir halt auch schon ziemlich viele Forstgeräte, was man hier so braucht. Deswegen, also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was es noch so gibt, vielleicht auch so an außergewöhnlichen Sachen oder halt einfach allgemein so an Forstgeräten, was ihr seht, was wir noch gut verwenden können, gerne ab damit in die Kommentare. Freue ich mich schon sehr auf eure Vorschläge. Bin schon sehr gespannt, was ihr da noch so an guten Forstgeräten kennt. Da gibt es bestimmt einen oder anderen von euch, der da
gut Bescheid weißt und da noch was einfällt. Also bestimmt mehrere von euch, die da was wissen. So, wir nähern uns langsam wieder in unserem Wald, wo wir aktuell arbeiten, so mit Schrittgeschwindigkeit fast. Und wir müssen aber überlegen, wie lange wir jetzt hier noch arbeiten. Wir wollen ja dann irgendwann in unseren eigenen Wald, den wir da aufgeforstet haben, nochmal hin. Weil da müssen wir noch ein bisschen höhere Zeitskalierung spielen, damit der Wald da schneller wächst. Aber ich habe kurz mal auf Echtzeit mal gemacht. Vielleicht können wir mal wieder ein bisschen höher einstellen. Ich will halt nicht so schnell, dass der Biest jetzt weg ist, weil er ist ja nur für einen Tag ausgeliehen. Und wobei wir, glaube ich, den LKW für 2 Tage ausgeliehen haben, liegt wahrscheinlich daran, weil ich da mal die Zeitskalierung runtergestellt habe, ist ja Taste 7 und ist auch die Taste für Leihdauer verlängern. Damit habe ich ihn für einen Tag auch noch länger ausgeliehen. Aber gut, haben wir halt noch für einen Tag länger. Und ja gut, aber der Anhänger, den werden wir dann, glaube ich, nicht noch länger haben. Der ist nämlich dann irgendwie um 5 Uhr am nächsten Tag jetzt wieder weg. Und davor, na, dann machen wir doch lieber 5-fache Zeitskalierung, weil sonst ist ja gleich wieder weg, der Anhänger. Der hat ja immerhin 61.000 Euro gekostet, wobei es hat immer auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass der kostet jetzt zwar viel, ich glaube 700.000 Euro, wenn man den kauft, aber man kriegt halt auch schnell das Geld wieder rein, hat jemand auch mal in die Kommentare geschrieben und das stimmt ja auf jeden Fall, weil ihr seht ja, wie schnell wir jetzt hier Hackschnitzel gemacht haben. Und das ging ja jetzt rucki zucki, sozusagen, also ziemlich schnell. Und da kriegt man das Geld wirklich schnell wieder rein. So, da kommen wir wieder hier drunter gefahren. Diesmal ein bisschen andere Technik. Nicht so rückwärts dran fahren. Und die nächsten werden sogar schon übergeladen. Wann ist alle? Jetzt hätten wir auch erstmal die Ladedings hier vorne. Machen wir erstmal die Ladedings hier vorne voll, die Ladefläche. Wobei, nee, wir wollten uns ja jetzt erstmal unseren Radlader kaufen. Teleskoplader haben wir auch schon. Sowas haben wir ja. So Kompaktlader gibt es ja hier auch so mit so Sachen für den Forst, aber ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. So, aber dann im LS17 werde ich auch wieder ein Forstwirtschafts-Let's Play machen. Da gibt es ja, glaube ich, soweit ich jetzt gesehen habe, auch dann noch neue Forstfahrzeuge, die es jetzt hier im LS15 noch nicht gab, so standardmäßig. Da hätten wir auch wieder was Neues, in was wir investieren können. So, GCB435S ist jetzt unser. Er ist beim Händler abholbereit. Wunderbar. Haben wir eigentlich diese Poltergabel für den? Die kleine haben wir nicht. Ne, wir haben genau, wir haben die große. Die kleine, die da unten immer noch lag, die war dann auch nur geliehen. Genau, weil die haben wir ja am Teleskoplader dran. Genau, so, lasst uns zu unserem Radlader switchen. Da ist er. Einmal Motor starten. Und dann fahren wir damit jetzt auch mal in den Wald. So ein schickes Gerät. Das ist auch so cool, mit dem in der Innenansicht zu fahren. Ich finde, der sieht richtig geil hier innen aus. Würde ich auch echt gerne mal in echt machen, so einen Radlader fahren. Das würde bestimmt auch richtig viel Spaß machen. Wobei man da auch erstmal wahrscheinlich reinkommen muss mit der Knicklenkung, aber vielleicht, wenn man hier so ein bisschen LS gespielt hat, kommt man da wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, das macht aber echt noch einen Unterschied. Also ich meine, wenn man jetzt so einen LS-Spieler hätte oder halt einen anderen, ja, ich glaube LS ist da echt ein gutes Beispiel. Im Bausimulator ist ja noch ein bisschen anders wie der Radlader zu fahren, weil da spielt man auch nicht so mit Lenkrad. Im LS ist noch mehr, ja, ist noch ein bisschen was anderes wie der, finde ich, den Radlader hier zu fahren. Besonders wenn man halt hier mit Lenkrad spielt. Im Bausimulator kann ich ja nicht mit Lenkrad spielen. Und, ja, wenn man jetzt so einen LS-Spieler, der hier so im Radlader gefahren ist und dann so eine normale Person halt, die jetzt kein LS, also eine Person, die kein LS spielt, und auch noch nie Radlader gefahren ist, mal so jeder so einen Radlader fahren lässt, wahrscheinlich kommt dann derjenige, der LS, also wenn er ein bisschen länger LS gespielt, vielleicht auch so mit Lenkrad und so, wobei Lenkrad muss es nicht unbedingt sein, aber vielleicht schon von Vorteil dann, kommt wahrscheinlich schneller und besser dann auch, also schneller, besser mit der Steuerung vom Radlader zurecht, als so eine Person, die halt noch nie davor im Radlader gesessen hat, halt auch nicht hier am Computer irgendwie mit dem Radlader irgendwie gefahren ist, weil ich meine, man muss halt, das ist ja hier so mit Knickgelenk und so weiter, muss man auch erstmal so zurechtkommen und da ist man vielleicht dann hier, wenn man es auch so auch in der Innenansicht spielt, so schon viel eher so daran gewöhnt, auch wenn es natürlich in echt natürlich nochmal was anderes ist, als hier im Landwirtschaftssimulator, mit einem Radlader zu fahren, aber es ist schon, glaube ich, gut an der Realität halt dran. Und da wird man schon mal so ein bisschen so, das kriegt man schon mal so ein bisschen das Gefühl, wie es halt ist, mit so einem Knickgelenk-Radlader zu fahren, weil sozusagen halt die Lenkung, das ist halt durch dieses, was hier so hin und her knickt, ist ja so ein bisschen so wie beim Quad-Track und so weiter. Ist ja auch nochmal was anderes dann halt, als wenn man so einen Traktor fährt, der jetzt nur vorne gelenkt ist oder so. Wie bei so einem Auto zum Beispiel. Und so ist halt auch mit diesem Knickgelenkchen mal was anderes. So,
wobei das auch. Ja, es ist zwar schon wieder so eine normale. Also, ich glaube, so beim so einem Quad-Track ist vielleicht dann nochmal ein bisschen was. Wobei der ist ja auch so knickgelenkt unter der Kabine. Wahrscheinlich doch, der ist so ähnlich dann wie so. Also, ich glaube, so allgemein so Knicklenkung ist nur mal was anderes. Muss man sich erstmal so dran gewöhnen im Vergleich halt dazu, wenn man so ganz normale Lenkung hat, wo die Vorderräder halt so lenken. Wobei man da ja vielleicht dann auch recht schnell reinkommt, aber. Gut, wir sind halt jetzt schon öfters hier mit dem Radlader gefahren, deswegen kommen wir schon ganz gut damit zurecht. Aber ist halt schon nochmal. Weil ihr guckt, wenn man hier jetzt. Vielleicht schlechter Moment hier stehen zu bleiben, aber wenn wir halt einlenken, genau, wenn wir auf der Stelle so einlenken, geht der halt so rüber. Und das würde bei so einem normalen Fahrzeug halt nicht passieren, was. Also so ein normales Fahrzeug in Anführungszeichen, was halt vorne Lenkung hat. Da würde nur die Vorderräder einfach mal so einschlagen, aber da würde nicht das ganze Fahrzeug so rumgehen. Und das passiert ja beim Quad-Track auch. Der, wenn man einlenkt, dann geht ja auch das Gelenk so zusammen und der knickt halt dann so ein. Deswegen ja auch Knicklenkung und, wieso kann ich den Tempomat jetzt nicht anmachen? Jetzt, achso, weil ich auf dem Gas stand, ja. Ja. Ja genau, bei so einem normalen Fahrzeug lenken halt dann nur die Vorderräder ein, also halt so ein Fahrzeug mit Vorderradlenkung. Und hier knickt halt so das Ganze so um. Und da geht halt auch dann das Heck so ein bisschen so rum. Halt in die jeweilige Richtung, wo man halt einlenkt. So. Aber keine Ahnung, wie das jetzt so ist. Also halt so meinen echten Radlader zu fahren, würde ich aber echt auch voll gerne mal machen. Irgendwie so ein Radlader irgendwas verladen oder so, muss schon auch richtig viel Spaß machen. So, wir sind angekommen im Wald, müssen aber erstmal hier nochmal rechts die Strecke runterfahren und Tempomat geht mal wieder raus. Erstmal hier nochmal bergab. Bisschen schnell vielleicht, ja. Ich habe gedacht, das kriegen wir irgendwie hin, aber noch ein bisschen zu schnell. Besonders halt, weil zum Beispiel hier vorne halt geht dann so. Auch als ich halt am Anfang so das erste Mal so, die erste Mal so Radlader gefahren. Steht hier links noch was? Ah ne, das sind nur Bäume, ich dachte, da stand irgendein Fahrzeug noch. Weil hinten die Poltergabel liegt auch noch da, die haben wir anscheinend auch irgendwie für Ewigkeiten ausgeliehen, oder? Als ich das erste Mal und so hier im LS-Radlader gefahren bin, musste ich mich aber auch erst dran gewöhnen, halt an diese Knicklenkung. Wow, fuck! Alter! Wir haben nur die Poltergabel angehängt, alles gut, ganz ruhig. Die Poltergabel macht dir nichts, Radlader. Keep calm and chill, oder so, was heißt der immer, ne? Keep calm and relax, oder da stehen immer, gibt es ja verschiedenste Sprüche, so, also, vielleicht kennt ihr jetzt, da gibt es ja so T-Shirts mit so Aufschriften, gibt es ja verschiedenste Sprüche. Ja, auf jeden Fall, ich muss mich am Anfang alles mal so dran gewöhnen, halt an diese Knicklenkung, aber vielleicht komme ich auch mit dem Lenkrad, kommt man vielleicht hier noch besser so zurecht damit, ich weiß es nicht, weil die Sache ist halt die, wenn ihr halt jetzt hier eine Tastatur fahrt, ja, ich glaube, mit dem Lenkrad kommt man einfach noch mit der Knicklenkung besser zurecht. Das war auch diese Sache da, wenn wir Baumstämme in der Poltergabel hatten, das hatte ich ja damals angesprochen, in den ersten Teilen, wo ich hier mit Lenkrad gespielt habe. Man kann halt einfach hier so sanft einschlagen, der lenkt sanft ein und die Baumstämme werden dadurch nicht so in der Poltergabel hin und her geschleudert. Aber hier, wenn ich so über Tastatur einlenke, besonders während der Fahrt, seht ihr ja, wie viel ruckartiger das so nach links und rechts geht. Und damit sind die Baumstämme ja so eher nochmal aus der Poltergabel rausgeflogen. Und so konnten wir ja so schön langsam sanft einlenken und damit war das schön ruhig und das Einlenken war schön ruhig und die Baumstämme sind nicht so durch die Poltergabel hin und her geflogen und damit halt auch dann in der Poltergabel drin geblieben, auch wenn die Poltergabel nicht komplett mit Baumstämmen voll gefüllt war. Damals, als ich noch mit Tastatur gefahren bin hier, war das ja eigentlich fast nicht möglich, mit dem Radlader irgendwie Baumstämme zu transportieren. Die haben wir ja gar keine mehr hier. Ne? Da hinten liegen ein paar kreuz und quer. Aber da war das eigentlich so gar nicht so wirklich möglich, mit dem Radlader irgendwie Baumstämme zu transportieren und dass die da rausfallen, außer die Poltergabel war komplett voll gefüllt. Da mussten wir dann das ja so zusammenlegen in so eine Runge und dann alle zusammen halt aufnehmen, damit die Poltergabel so komplett gefüllt ist, komplett mit Baumstämmen gefüllt ist, genau. Und so kann man jetzt auch mal nur so einen Baumstamm transportieren und der fällt nicht raus, weil man einfach viel ruhigere Lenkbewegungen, viel leichtere Lenkbewegungen machen kann und die nicht so ruckartig sind, wie wenn man Tastatur einlenkt. Deswegen, wenn man Tastatur spielt, finde ich, lässt sich halt so nur schwer hier halt so in so einer großen Poltergabel hier beim Radlader so einen Baumstamm halt drin halten. Wohingegen jetzt können wir halt so schön langsam einlenken. Mit Tastatur war es halt immer so. Guckt, seht ihr, wie er da hin und her rutscht immer. Und wenn ich so einlenke, kann ich so ganz sanft einlenken und so bleibt er halt schön locker darin liegen. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier irgendwie
den Baum schon mal wegbringen. Es haben jetzt nur einen da drin, die anderen lassen wir wahrscheinlich auch alle da liegen. Es lohnt sich jetzt nicht so. Und dann werden wir im nächsten Teil mal wieder ein paar Bäume fällen. Allerdings ist ja der The Beast. So. Schönen Radlader jetzt hier gekauft, genau. Laden wir das gerade noch über. Können wir den Beast eigentlich auch gleich mal wieder ausschalten und dann. Weil brauchen wir jetzt ja nicht anzulassen. Warte mal, ich mache mal kurz einen Screenshot. Und vielleicht auch aus der Ansicht so. Und dann werden wir in den nächsten Teilen dann immer mit dem hier erstmal überladen. Okay. So, jetzt. Weiter drin. Genau, ich war auf jeden Fall echt eine gute Investition jetzt hier der Radlader. Mit dieser riesen geilen Poltergabel, die ist einfach so nice, Leute. Kann ich euch nur empfehlen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß damit hier im Forst zu arbeiten. Lässt sich super damit arbeiten. Genau. Also wie gesagt, ich bin echt sehr zufrieden, halt hier die Möglichkeit zu haben, mit dem Lenkrad zu spielen. Lässt sich super hier mitfahren. Die ganzen Fahrzeuge super damit spielen. Wir machen jetzt noch gerade hier The Beast aus. Oh ja, das ist ganz schön angehoben. So. Und genau, im nächsten Teil werden wir erst wieder ein paar Bäume fällen. Mal gucken, ob wir dann schon wieder weiter hier Baumstämme verarbeiten können. Irgendwas läuft noch. Der läuft nicht, dann läuft der Unimog noch. So, jetzt auch wieder schöne Ruhe hier. Können wir die Vögel wieder zwitschern hören sozusagen. Genau, und damit war es an der Stelle hier schon wieder von dem Teil hier. Wir springen mal kurz auf unseren neuen Radlader. Jetzt auch fest in unserem Fuhrpark hier drin. Ja, damit war es an der Stelle schon wieder von diesem Teil hier von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es auch gerne machen. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr vom LS15 hier vom Forstwirtschafts-Let's Play. Und ja, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr meinen Kanal also abonniert. Und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.